Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Handelswoche ab dem 2. April. Der Ausblick ist verkürzt, genauso wie die folgende Handelswoche, die ja am Dienstag beginnt und dann eben nur 4 Handelstage hat. Wir haben es heute Ostermontag, es ist 7 Minuten vor 3 und ich bin von einer Osterfeier einige Stunden früher als geplant zurückgekommen, weil es dem Gastgeber nicht so gut ging. Insofern habe ich mir gedacht, ich mache noch mal einen kleinen Ausblick. Ja, gucken wir uns mal die abgelaufene Handelswoche an, beziehungsweise den abgelaufenen Monat März. Und ja, da ging es noch mal relativ knackig zur Oberseite. Wir haben eine Differenz zum Vorwochenschlusskurs bei 18.205 mit 18.492 von 286 Punkten gehabt. Wenn wir uns hier den letzten Handelstag im Monat Februar anschauen, der bei 17.678, die Pforten schloss, haben wir 814 Punkte im März zugelegt. Das kann bedeutend sein. Wir reden ja seit einigen Wochen darüber, dass der März historisch des Öfteren ein Monat von bedeutenden Hochs oder Tiefs ist. Das muss man natürlich nicht tagesgenau nehmen, aber der März macht, was er will, und das werden, glaube ich, ganz spannende Tage. Und insofern schauen wir mal, was passiert. Was passierte am letzten Mittwoch und Donnerstag? Wir machten ein astreines Doppeltop. 18.511 war das Hoch am Mittwoch, am Donnerstag 18.513. Da lagen also nur 2 Punkte dazwischen, und der DAX hat in den Tagen und Wochen und Monaten seit Oktober 2032 ja einen kräftigen Anstieg hingelegt, und er hat alle, also manchmal gab es kleinere Rückläufe, aber er hat Doppeltops, Dreifachtops, und wir hatten sogar ein fünffaches Top da drin, die hat er alle radiert und zur Oberseite gebrochen. Das heißt, auch hier müssen wir zunächst einmal davon ausgehen, dass das passieren kann, zumal ich bin ja bei einem CFD-Broker in der Indikation, der DAX heute, muss ich mal kurz gucken, im Bereich 18.626 eröffnete, also schon mal knackige 100 Punkte indikativ drüber. Zeigen wird sich das natürlich erst morgen ab 9 Uhr, wenn der Xetra DAX handelt. Bis dahin sind diese indikativen Kurse nur Schall und Rauch, wenngleich sie zur Vorsicht mahnen, dass eben der DAX auch dieses Doppeltop mit einem knackigen Gap zur Oberseite herausnimmt. Aber das muss nicht passieren, das werden wir morgen um 9 erfahren. Was ist sonst noch wichtig? Die Volatilität mit 108 Punkten an diesen oder in diesen 4 Handelstagen relativ gering, wie es auch schon hier und hier und hier und hier der Fall war. Das heißt, die kleine Raupe Nimmersatt namens DAX kriecht den Ast empor, und ja, Volatilität im Grunde gar nicht vorhanden. Wenn es mal 30 oder 40 Punkte Intraday-Rücksetzer gab, dann war das im Grunde auch schon viel, und ansonsten haben wir hier 2, 4, 6, 8 Tage in Folge grün, und das, was wir hier mit 4 Tagen rot sehen, da deutet sich da schon mal 4 Punkte minus, mal 5, mal 19, mal 3, aber das war eine homöopathische Reaktion auf den 218-Punkte-Knaller vom 12. März. Wir sehen es also, der DAX will nach oben, er wird getrieben, nur Bäume wachsen gefühlt in den Himmel und optisch natürlich auch, wenn wir in den Chart gucken, aber es wird zu einer Konsolidierung und möglicherweise sogar zu einer knackigen Korrektur kommen. Der Zeitpunkt ist indes offen, und die Ziele, das ist, glaube ich, der 6. und 15. müsst ihr mal schauen, wenn euch das interessiert, Januar, die YouTube-Ausblicke, da sind ja alle Ziele, die mittlerweile angelaufen worden sind, und einige, die noch weiter oben warten, angelaufen worden. Ich habe mich damals für die bullischen Ziele, ich will nicht sagen entschuldigt, aber ich habe eben einfach gesagt, wenn sie da sind, müssen sie auch gezeigt werden, denn auch ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier so einen Durchmarsch hinmachen. Ich habe wirklich mit kräftigen Zwischenkonsolidierungen gerechnet oder auch darauf gehofft, weil das ja in der Regel dann, wenn ein Boden gefunden ist, gute Handlungsmöglichkeiten bietet oder Einstiegsmöglichkeiten bietet. Aber ja,
Wir müssen mal abwarten, ob der DAX sich noch auf den Weg in Richtung 19.000 macht oder ob wir hier möglicherweise bereits in einer Topping-Situation sind. Da habe ich den 2-Tages-Chart heute mal vorbereitet. Ansonsten der Pivotpunkt am Dienstag bei 18.491, der kommenden Handelswoche bei 18.394 und da wir Monatswechsel haben, ist der Monatspivot kräftig gesprungen. Der steht jetzt nämlich bei 18.208 im April. Irgendwas vergessen? Nein. Wie gesagt, das Doppeltop, da achtet man morgen drauf, ob es Wirkung entfaltet oder eben nicht. Gucken wir kurz in den 2-Monats-Chart. Dort will ich nur noch mal dran erinnern, es muss nicht so kommen, es kann so kommen, dass wir jeweils in den Monaten März bedeutende Hochs oder auch Tiefs erreicht haben. Und der März 2024, der hat mit seinem Hoch und mit diesem Lauf, das ist natürlich im 2-Monats-Chart optisch nicht so zu erkennen, weil wir hier auch logarithmisch schauen, aber der hat kräftig zugelegt. Wir sind ja hier, wenn wir uns das letzte Tief angucken, im Bereich 11.750, 760, da hat es also kräftigen Zuwachs gegeben. Dieser bärische Wolfekeil ist nach wie vor da. Ob der sich irgendwann tatsächlich in Bewegung setzt, bis in Richtung 7.942, ist für mich im Moment genauso unvorstellbar wie die meisten von euch. Aber wir haben es vorher schon gesehen, nicht? Es passiert eben ab. Und ich wüsste keinen Grund, also gerade in der aktuellen politischen, wirtschaftlichen Situation, ich sehe keinen Grund, der so etwas verbieten würde oder wo man sagen müsste, nein, wir haben jetzt, was weiß ich, eine neue Ära, das wird nie wieder passieren. Hier waren es mal 73% minus, wenn wir uns das hier angucken. Das waren 55% minus, selbst dieses kleine Ding hier waren 41% minus. Und wenn wir mal von hier aus irgendwo so in diesem Bereich gehen, also dann wären das easy mal die 10.000 oder eben auch, wenn man mal auf 57% geht, wäre auch so eine Marke erreichbar. Das heißt, sondern ausschließen darf man so etwas nicht. Aber man darf eben auch nicht blind short gehen, sondern sich an die Marken halten und derer haben wir ja einige. So, gehen wir mal kurz in den 5-Minuten-Chart hinein. Hier haben wir den Wochenwechsel gehabt vom letzten Freitag auf den Montag. Das waren am Dienstag ist das passiert, eigentlich hier schon am Montag. Wir hatten ja zwei signifikante Ziele. Einmal das statistische Ziel des Broadening Tops aus dem Stundenchart H4. Kann ich mal kurz reinziehen. Da ist es, das Broadening Top. Da haben wir das statistische Ziel erreicht. Das 100% Ziel dieser Formation liegt bei 19.042. Und wir haben ein zweites wichtiges Ziel gehabt, das war nämlich das statistische Ziel einer inversen Schulter-Kopf-Schulter aus dem Tageschart. Schauen wir uns nachher noch an. Ist ebenfalls angelaufen worden und wir haben es ja gesehen, dann gab es hier einen Rücklauf. Das waren so, was haben wir denn hier gehabt, so 18.250. Da haben wir eben so einen 40-Punkte-Rücksetzer gemacht, nochmal versucht und dann ging es eben oben heraus. Dieses kleine Broadening Top hat sich ebenfalls bullisch aufgelöst. Das hatte, wenn ich mich richtig erinnere, das ist natürlich überall gepostet worden. Das hatte eine Höhe von 60 Punkten und naja, zog eben zum nächsten Ziel. Und das war der dritte Abtrag einer Popgun aus dem Wochenchart bei 18.508. Und die Triggerkerze dieser Popgun habe ich ja oft genug gezeigt. Die ist 515 Punkte hoch. Das heißt, mit dem dritten Abtrag haben wir dreimal 515 Punkte seit Kauftrigger gemacht und das sind 1545 Punkte. Und da hat er nun eigentlich hier seit Mittwoch immer wieder sich das Köpfchen gestoßen, hat das Doppeltop 18.513, das haben wir in der Ergebnistabelle gesehen, eingebaut. Und jetzt müssen wir mal schauen. Und was ihr hier seht, das ist die Indikation vom heutigen Montag, nicht? Die geht bei IG Markets um 9 Uhr los und ich finde es irgendwie interessant, das zu sehen, aber andererseits nervt es auch, weil das verschwindet nicht aus dem Chart.
Egal wird sowas, wenn der Kurs tatsächlich am Montag hier drüber geht und neue Hochs macht. Ansonsten ist das natürlich ein störendes Element, wenn man so wie ich auf den Xetra fixiert ist. Was hier aber zu sehen ist, ist, dass wir von dem ersten Kurs im Bereich 18,6, 24 oder 25 schon mal deutlich runter sind. Ich bin gespannt, wo wir morgen eröffnen, ob das Doppeltop per Gap-Up gebrochen wird oder ob wir um 9 Uhr unter dem Doppeltop eröffnen. Das könnte ein Hinweis sein, dass wir möglicherweise auch mal in eine Konsolidierung gehen. Wir haben zur Oberseite viele weitere Ziele, daran soll es nicht liegen. Wir haben hier den dritten Abtrag einer Popgun aus dem Tageschart. Wir haben ein wichtiges ABC-Ziel, das 100%-Ziel der ISKS, hier ist ja das statistische Ziel erreicht worden. Wir haben den aus meiner Sicht auch wichtigen Jahrespivot R2, also das ist der Resistance-Widerstandspunkt, der Widerstandspivot R2 auf Jahresbasis bei 18.937, vierter Abtrag der Popgun. Hier ist das 100%-Ziel des gezeigten Broadening Tops, eben aus dem H4, hier war ja das statistische Ziel. Also es geht immer noch weiter zur Oberseite, wenn der DAX dann die Kraft hat. Aber, wie ich schon sagte, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ja, worauf achten wir am Montag? Ganz klarer Fall, wir achten auf diesen Bereich. Der ist insofern wichtig, als wir eben nicht nur den dritten Abtrag der Popgun aus dem Wochenchart haben und das Doppeltop, sondern wir haben hier die obere Trendlinie eines Kanals aus dem Zwei-Tages-Chart. Die ist natürlich, weil wir Wochenbeginn haben, jetzt bei 18.579, also etwas höher. Und dieser orange eingefärbte Bereich, den halte ich in der kommenden Woche für die Make-or-Break-Zone. Das heißt, da muss der drüber oder er wird hier mal einen Boden suchen, der hoffentlich etwas tiefer liegt als nur die üblichen 30 oder 40 Punkte. Aber diese beiden Marken halte ich für wichtig. Wir können uns die Runde 18.500 merken und die 18.000 meinetwegen auf 580. Aber diese obere Trendlinie aus dem Zwei-Tages-Chart, den gucken wir uns nachher noch intensiver an, ist wichtig. Gut, M5 haben wir erledigt. Schauen wir in den Wochenchart hinein. Dort sehen wir nochmal den Abtrag. Hier war die Popgun, Triggerkerze 515 Punkte hoch. Die mittlere Kerze war in ihrer Ausdehnung kleiner als die Kerze davor und dahinter. Wir sind hier über den Kauftrigger 16.963 angezogen. Erster Abtrag, zweiter Abtrag, dritter Abtrag gemacht. Das ist die Indikationskerze hier oben, die uns im Moment nicht interessiert. Aber wir haben ja innerhalb dieser großen Wochen-ABC, deren Ziel bei 19.297 liegt, noch eine Tages-ABC, ABC, deren Ziel liegt bei 18.721. Und diese beiden Marken, da liegt natürlich ein bisschen Schmalz dazwischen im großen Bild aus Wochen- und Tagessicht, natürlich nicht. Da haben wir hier 180 Punkte, also was weiß ich, da reden wir über 400, 500 Punkte, die relativ zügig vom DAX absolviert werden können. Aber diese beiden Marken halte ich für ganz wichtig, falls der DAX weiter zur Oberseite ausbricht. Ja, gibt es hier sonst noch was zu erzählen? Nein. Im Dreitageschart möchte ich noch einmal an diese bärische Verkeilung, also bärischer Wolfekeil erinnern, der deutlich über die obere Trendlinie gelaufen ist und die Überschusszone verläuft aktuell bei 18.278. Es bleibt dabei, dass dieser Keil, und das steht in allen Ausblicken, dieser Keil ist erst interessant, wenn wir Minimum mal in den roten Überschussbereich zurückfallen, eigentlich aber erst dann, wenn wir uns in die Nähe der oberen Keiltrendlinie bewegen und ganz besonders, falls es unter die obere Keiltrendlinie geht, denn dann können die Entwicklungen relativ schnell gehen. Die verläuft aktuell bei 17.350, also locker mal 1200 Punkte unter dem Kurs. Da kann der DAX also ja, konsolidieren. Solange da nicht wirklich Dynamik reinkommt, bleibt dieser Keil für uns einfach nur in Warteposition und wird weiter beobachtet. Und der hat ja auch noch Zeit bis zum 6.5.
2025. Der kann hier also noch lange rumturnen, aber der Keil ist da und alles, was da ist, wird auch gezeigt. Im Tageschart schrieb ja neulich einer, alle 10 Punkte eine Marke. Den habe ich auch gleich erstmal aus dem YouTube-Kommentarbereich gelöscht und verbannt. Da kann sich eine neue E-Mail-Adresse besorgen und dann wird er wieder gebannt, wenn da dumme Texte kommen. Also, wir haben all diese Marken seit Januar auf dem Plan. Es sind hier und da welche dazugekommen. Aber man muss das natürlich auseinanderhalten. Wir sind hier im Tageschart und hier sind alle Ziele aus verschiedensten Zeiteinheiten drin. Vom Wochenchart, wir haben den Jahrespivot R1 drin und viele andere Marken. Hier sehen wir das Doppeltop und die Indikation von heute. 18.513 ist eben das Doppeltop vom Freitag gewesen. Diese große Fibonacci-Strecke bildet den Anstieg seit dem Tief vom 23.10. des letzten Jahres bei 14.630 ab und zeigt eben auch nochmal die Dimensionen. Denn ausgehend von dem Doppeltop, das ist ja nur Indikation, ausgehend von dem Doppeltop würde die kleinste und bullischste Konsolidierung bereits bei 17.596 liegen. Nicht? Also das sind im Grunde schon mal 1000 Punkte ohne Probleme möglich und der DAX würde immer noch super bullisch bleiben. Selbst wenn er zur 38er Konsolidierung laufen würde, 17.029, also dann mal so 1500 Punkte runter, auch die wäre noch bullisch. Man müsste diesen Move tatsächlich erst hinterfragen zwischen der 50 und 61.8 Konsolidierung und dann wären wir eben deutlich unter der 17.000. Das nur noch mal so, um die Relation klar zu machen, was der DAX hier abgeliefert hat. Der wird irgendwann, egal ob von hier aus oder von einem höheren Punkt, er wird die 23er Konsol machen und er wird auf die 38er machen. Wir wissen eben nur nicht wann und deswegen müssen wir auf Umkehrsignale achten. Und dieses Descending Broadening Wedge, das ist ja im Grunde der Startpunkt gewesen. Das haben wir jede Woche und natürlich auch jeden Tag im Ausblick auf der Uhr gehabt. Und als das ausbrach, das hat ja Ziele hier irgendwo in diesem Bereich gehabt. Ich habe im letzten Video, glaube ich, nochmal gesagt, Stichwort Dampfkochtopf, wenn diese Dinger loslaufen, dann brummt es in der Regel. Wir haben aber auch hier ein Scheunentor, also ST, ein Scheunentor-Gap bei 17.118 offen. Das wird auch irgendwann geschlossen werden, zumal es zwischen der 23er und 38er Konsolidierung liegt. Wir haben hier die Popgun aus dem Tageschart. 260 Punkte ist die Triggerkerze hoch und sofern der DAX die 18.659 anläuft, hätte er auch schon dort den dritten Abtrag, also dreimal die 260 Punkte gemacht. Auf der anderen Seite, sofern sich in der gleichen Zeiteinheit keine weitere Popgun hier oben irgendwo bildet, ist ein Rücklauf normal. Muss nicht passieren, na, wenn alle Popguns ihren Dienst nach Lehrbuch erfüllen würden, wäre das Traden relativ einfach. Aber der Kauftrigger, den wir hier bei 17.879 haben, der sollte irgendwann angelaufen werden, wenn es sich keine neue Popgun bildet. Aktuell für uns und in der kommenden Woche, was ist wichtig, zeigte ich schon im M5, dritter Abtrag Popgun-Woche, dann das Doppeltop 18.513 und zur Oberseite eben ganz besonders die Trendlinie aus dem 2-Tages-Chart. Wenn wir weiter zur Oberseite gucken, habt ihr schon gesehen, R2 Jahrespivot 18.937, wichtig. Das 100%-Ziel aus dem H4, das Broadening Top, habe ich euch gezeigt. Vierter Abtrag der Popgun-Woche. Und dass diese Marken hier zu lila Zonen zusammengefasst sind, hat einen Grund, weil wir sind hier einfach heiß gekocht. Ja, anders kann man das nicht sagen. Da muss mal irgendwann eine Konsolidierung rein. Und zur Unterseite, da werde ich am Montag nochmal eine Fibo anlegen, sobald wir den Eröffnungskurs haben. Aber ja, wir haben einfach zu impulsiv gehandelt. Wir haben hier das Gap vom 20. März 18.015 als Äquivalent zur 18.000. Da haben wir hier im Tageschart einmal, zweimal, dreimal, viermal
angedockt. Das heißt, das ist ein Ex-Dreifach-Top, weil es ja hier mit einem riesen Gap-Up übersprungen wurde. Also die 18.000 bleibt natürlich eine wichtige Marke und entscheidend wird jetzt eben einfach sein, ab Montag geht es hier per Gap über das Doppeltop drüber und hält sich der DAX dort. Und das hier ist die absolute Mob-Marke. In den kommenden zwei Tagen, denn alle zwei Tage verändert sich diese Marke, die 18.579, halte ich für elementar wichtig. Wir kommen da gleich drauf. Zweiter Tageschart. Dort sehen wir nochmal diesen Kanalausbruch. Wir haben ja unten Auflagepunkte, wir haben derer auf der Oberseite auch einige. Wir haben hier die ABC, mögliche ABC-Bewegung aus dem Tageschart in Grau, deren Ziel bei 18.721 liegt. Und das würde natürlich, wenn er tatsächlich über das Doppeltop ausbricht ab Montag, dann würde das eigentlich implizieren, dass wir die 18.721 anlaufen. Auch das 100% Ziel dieser inversen Schulterkopf-Schulter. Das statistische Ziel war ja 18.282, ist hier perfekt angelaufen worden am 25.03. Also auch die 18.902 wäre dann möglich, um diese Figur zu 100% abzuarbeiten. Aber sobald er unter diese Doppelmarke fällt im Bereich 18.290, oder wir können das, müssen wir ja nicht im Tageschart über 10, 20 Punkte reden, man kann da die 18.300 nehmen. Wenn er da drunter fällt, dann glaube ich schon, dass erstmal der Dampf aus dem Kessel ist. So, ich hatte noch einmal kurz zurückflippen. Ich hatte über diese Marke gesprochen, die obere Trendlinie des Kanals aus dem Zweitageschart verläuft bei 18.579 und damit unter dem Xetra-Schlusskurs 18.513. Indikativ sehen wir, wurde diese Marke angelaufen, aber das interessiert Xetra-Trader wenig. Jetzt schauen wir mal in den Zweitageschart hinein. Da ist dieser Kanal zu sehen, die obere Kanaltrendlinie 18.579. Und wir haben sie im Xetra eben noch nicht berührt. Kann natürlich sein, dass falls wir morgen etwas tiefer starten, also im Bereich des Doppeltops, dass wir sie anlaufen. Die Frage wird sein, was passiert dann an der 18.579? Und während dieser Chart die letzten Wochen relativ nackt war, seht ihr, dass hier einiges dazugekommen ist und hier oben steht Bullish Shark Pattern. Jetzt wird allen Short-Veranlagten bei dem Wort Bullish wahrscheinlich gleich die Magensäure aufsteigen, aber so ein Shark Pattern wird erst dann Bullish, wenn es eine fiese Korrektur gegeben hat. Das ist jetzt keine Ansage, dass ab Dienstag die Kurse fallen. Es gibt ja Leute, die wollen immer genau das hören, was sie hören wollen. Ich rede nur darüber, dass wir ein aktives, bullisches Shark Pattern im Chart haben. Ob sich das nach Lehrbuch umsetzt, wissen wir nicht. Wir haben des Öfteren harmonische Pattern getradet. Ich erinnere da mal an das bullische 5-0-Pattern, was wir im S&P hatten. Wer länger auf diesem Kanal zugange ist, erinnert sich. Das habe ich in diesem Bereich gezeigt und gesagt, sobald wir die 4.872 überschreiten, wäre es ungültig geworden. Das ist nie angelaufen worden. Das Ziel war eine 50% Konsolidierung, 3.503, und das ist ja hier ein Wochenchart. In der Woche vom 10.10.2022 wurde das Tief bei 3.491 eingebucht, also minimal unter dieser 50% Marke, und das war eine Kaufmarke, weil all diese bullischen Pattern geben kräftig ab und machen dann eine spontane Wendung zur Oberseite. Das lief damals perfekt. Wir hatten ein ähnliches harmonisches Pattern im DAX. Das hat seine Pflicht nicht erfüllt, war aber immer noch, wenn ich mich richtig erinnere, für um und bei 1300 Punkte gut. Also diese harmonischen Pattern, denen darf man schon etwas Aufmerksamkeit widmen. Wenn wir jetzt über das bullische Shark Pattern mal reden und den Kanal zunächst außer Acht lassen. So ein Shark Muster kann man als eine Art Erschöpfungsmuster sehen, denn im Kontext eines bullischen Shark-Musters
macht der Preis eine Bewegung nach oben, die später zu einem scharfen Preisrückgang führt, der letztendlich die meisten, wenn auch nicht alle, aber die meisten Gewinne innerhalb der Struktur wieder zurückgibt. Und gerade wenn Trader überzeugt sind, dass ein neuer Abwärtstrend begonnen hat, zum Beispiel Bruch 14.630, das letzte bedeutende Tief aus Oktober, also wenn dann die Trader glauben, jetzt gibt es einen neuen Abwärtstrend, dann drehen diese Dinger manchmal mit einem bullischen Impuls wieder zur Oberseite ein. Dieses bullische Shark Pattern, ich hoffe, das langweilt keinen, manchmal ist das ja interessant, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das ist eine 5-Punkt-Formation, nämlich 0, X, A, B, C. Und die Preisbewegung der 0 zur X-Strecke, das ist die erste Strecke innerhalb dieser Struktur. Der Preis steigt also von Punkt 0 auf Punkt X. Und diese Preisbewegung, die soll impulsiv sein und das ist sie auch. Das heißt, das ist eine trendige Preisbewegung, deren Konsolidierungen überschaubar sind. Die Strecke X nach A ist die zweite Strecke innerhalb dieser Struktur und nachdem der Punkt X seinen Höhepunkt erreicht hat, das ist in diesem Fall das Hoch 16.529 gewesen, zieht sich der Kurs eben etwas zurück und es gibt hier im bullischen Shark Pattern kein definiertes Niveau, wie weit er zurücklaufen soll. Der darf eben nur nicht unter die Null gehen, was klar ist. Aber optimal für solche Konsolidierungen ist immer der Bereich 38.2 bis 61.8 dieser Aufwärtsbewegung. Das ist hier perfekt erreicht worden mit dem Tief 14.630. 14.746 war die 38er Konsolidierung. Das passt also. Die Preisbewegung der Strecke A nach B, wobei B haben wir noch nicht. Jedenfalls möglicherweise haben wir es, aber wir wissen es eben nicht, weil B muss eben das Hoch innerhalb dieser, dieser Formation sein. Das heißt, die dritte Strecke innerhalb dieser Struktur ist ebenfalls impulsiv und diese Preisbewegung erstreckt sich über das Zwischenhoch X, nicht? Also wir haben ja X verlassen, runter zur A, dann wird X überschritten, wir haben es hier gesehen, wir gute Augen hat, erkennt hier dieses DBW, diesen Dampfkochtopf aus dem Tageschart. Und ja, sobald dieser Punkt überschritten ist, soll die Ausdehnung 0 nach X zu 113 bis maximal 161.8 passieren. 113 bei 17.135, da hat er hier ein bisschen gehakelt, ist dann aber knackig drüber und 161 ist das Maximale, was er machen darf, also die 19.413. Sobald der Kurs irgendwann über die 19.413 und damit über die 161er Ausdehnung dieser Strecke geht, wäre dieses bullische Shark Pattern Schall und Rauch und wir könnten es vergessen. Das, was ganz interessant ist in diesem Zusammenhang, dieses bullische Shark Pattern könnte auch ein bullischer Cipher sein. Ein bullischer Cipher soll nicht über die 141.4 Extension ansteigen und die liegt bei 18.461. Wir sind da ja mit dem Doppeltop minimalst drüber und wir sehen hier die Indikationskerze, also die 18.461 mal auf dem Plan haben, falls es am Dienstag zur Unterseite geht. Aber was jetzt hier das bullische Shark Pattern angeht, ist dieser lila Bereich der Topping-Bereich, sofern dieses bullische Shark Pattern sich auch tatsächlich umsetzen will. Sobald wir den Punkt B gefunden haben, sofern der innerhalb dieser Schweinchenrosa Zone sich tatsächlich bildet und nicht drüber schießt, können wir ausgehend von dem Hoch, das wird ja dann irgendwann eine Marke haben, können wir Preise bzw. Ziele zur Unterseite berechnen. Eines können wir direkt berechnen, denn die Strecke 0 nach X
Dort liegt also eines der Ziele bei 88,6 Retracement dieser Strecke. Das wäre 12.394 und die 11.255 wäre die 113er Extension dieses Anstiegs und deswegen liegt sie eben auch unter der Null. Das heißt, dieser grüne Bereich ist der Zielbereich, den wir mittlerweile kennen, falls es nicht über die 19.413 geht. Sobald wir ein Hoch haben, wird es ein weiteres Ziel geben. Das werde ich natürlich dann auch posten, sobald wir ein Hoch haben. Was ist jetzt eigentlich wichtig? Wir achten auf die obere Trendlinie dieses Kanals, 18.579. Und wenn wir 50 oder 100 Punkte drüber sind, dann ist das kein Beinbruch. Diese Linie bleibt wichtig, weil sie hat 1, 2, 3 Auflagepunkte. Das heißt, zur Unterseite 18.579, falls wir am Dienstag drüber gehen, wenn wir direkt drunter bleiben, wäre natürlich toll. Zweite Marke, auf die es zu achten gilt, weil mögliches Cypher-Pattern 18.461. Hier in diesem Bereich passiert erstmal relativ wenig. Da gibt es ab Montag natürlich dann die Fibonacci Retracements der Anstiegsstrecke aktualisiert. Ansonsten ist diese Marke 17.135 bzw. 1,36 gerundet. Ganz wichtig. Und natürlich dieses letzte Hoch, das X bei 16.529. Bis dahin müssen wir mal gucken. Sowas kann natürlich ruckzuck gehen oder wir eiern hier noch rum und laufen die 19.000 an. Ich will einfach nur sagen, diese Pattern, zumal wir ja nicht irgendwie im M5 oder M15 unterwegs sind, die brauchen Geduld und Spucke und genau deshalb achten auch so wenig darauf, weil die Strecken relativ groß sind und ich sag mal, viele Retail-Trader sind ja nicht im Tages- oder im Wochenchart unterwegs, den schauen sie sich bestimmt an, aber handeln, ich glaube, ein ganz großer Teil handelt im M5 oder im M15 und ist so konditioniert auf Stop-Strecken von 40, 50 Punkten und dann kann man natürlich mit so einer Sache überhaupt nichts anfangen. Wer aber irgendwo, ich sag mal, einen größeren Blick hat und eben auch mal mit Stop 500, 600 Punkten arbeitet und einen entsprechend reduzierten Einsatz oder limitiert auf 2-3% seines Depots, da wird es sicherlich irgendwelche Leute geben, die, falls der Kurs in die Nähe dieser Marke kommt, einen kleinen ersten Short setzen und eben einfach schauen, wird die 19.413 angelaufen, leicht überwunden und es geht runter oder zieht das Ding weiter hoch. Dann gehört ein Stop vielleicht so 250, 300 Punkte über diese Marke und manchmal kann man dort relativ sauber einen Top abfischen. Aber gut, ich sagte ja, welche Marken wichtig sind. Montag eben die hier, die obere Trendlinie des Kanals. Und falls wir hier eine lange rote Kerze reinkriegen, müssen wir mal schauen, wie sich die Sachen entwickeln. Bis zum Zielbereich ist noch sehr viel Luft. Und deswegen erwähnte ich die 17.136, die 113er, denn wenn er dort wieder herausfällt, wäre das für das bullische Shark Pattern eine Bestätigung, denn ab hier war es ja aktiv. So, einmal kurz noch Projekt 30, den Tagesausblick, läuft unter projekt30.blog.de als Kennung hinten. Das sind die Chaträume und da gibt es jeden Tag Ausblicke. Hier sehen wir eben, da haben wir drüber gesprochen. Am Donnerstag war die obere Trendlinie bei 18.565. Das heißt, es wird jeden Tag im großen und im kleinen Bereich. Ach, da ist ja das Broadening Top. Genau, da hatten wir das Ziel bei 18.480. Das wird natürlich jeden Tag gepostet, es gibt 3-4 Updates, kostet 15 Euro im Monat. Ich sagte, glaube ich, beim letzten Mal, das kostet eine gut belegte Pizza mittlerweile. Und was natürlich, glaube ich, ganz wichtig ist, es gibt jeden Tag die Ziele zur Oberseite und die Ziele zur Unterseite und natürlich auch immer ein Blick auf die USA-Werte. Also wer sich da mal überzeugen möchte,
Der geht auf projekt30.blog, registriert sich, zahlt per PayPal. Wer 3 Monate buchen will, spart noch etwas Geld, denn die kosten nur 40 Euro. Und ansonsten, wer Interesse hat und in die Chaträume möchte, der geht auf projekt30.de und hier unter Über uns findet ihr eine kleine Beschreibung. Hier ist der Newsletter, den ich eben zeigte, auf .blog und was dort geboten wird. Und das sind die beiden Chaträume für 20 Euro im Monat, beziehungsweise fürs Premium, weil da eben technische Helferlein bei sind, für 39 Euro im Monat. So, abgefrühstückt. Jetzt weiß ich gar nicht, mache ich das noch, aber super schnell. Nur einmal ganz kurz luschern. Was haben wir hier? Kakao hat eine ABC fertig gemacht bei 9280. Die berühmte 261er Ausdehnung bei 8739. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn es zur Oberseite geht, dann würde, weil logarithmisch die nächste belastbare Marke tatsächlich bei 13703 liegen. Ansonsten, falls diese Fahnenstange, wir sind ja im Quartalschart, falls diese Fahnenstange irgendwann zusammenbricht und es unter 4,354 geht, wären Preise von 1576 zu erwarten und das läge dann auf dem Niveau des Jahres 2004. Relativ unwahrscheinlich aktuell, schauen wir mal. Das ist Porsche. Ja, nicht viel passiert. Wir sind im Tageschart seitwärts gedöns. Entweder geht es hier zur Aktivierung des großen, des möglichen großen Descending Broadening Wedge bei 55,01. Möglicherweise ist bei 51, wenn sie dann angelaufen wird, ein Wolfe-Keil aktiv, der eben zur Unterseite zünden kann, falls sich innerhalb des Wolfe-Keils eine ABC vervollständigt, würden wir in dem Bereich 53,60 laufen und dann bin ich mir relativ sicher, dass mit dem Überschuss auch die 5 gemacht wird und die DBW-Ziele selbst, die würden deutlich höher liegen, solange die 2 dieses möglichen blauen DBWs nicht unterschritten wird, 48,38, ist die Tendenz zur Oberseite gerichtet. Wen haben wir hier? BASF haben wir im Wochenchart einen bullischen Wolfe-Keil. 1, 2, 3, 4, 5, ja, letzte Woche einen schönen Absetzer von der oberen Keiltrendlinie, 49,78, die sollte jetzt auch halten, dann kann es in Richtung 82,98 gehen. Siemens Energy hat oder ist dabei, das erste Ziel dieser inversen Schulterkopf-Schulter anzulaufen. Ne, stimmt gar nicht, die liegt deutlich höher, sondern das Hoch der Formation, das war das Hoch vom 23. Oktober bei 17,14. Hier gezeigt, also sind wir auch schon irgendwo, Lingeling, ja, 20% im Plus. Das freut und der Stop sollte ja unter die 13,06, also insofern, falls es über die 17,14 geht, wir haben eine obere Trendlinie im Wochenchart, der erwarteten Kanal bei 21,53, statistisches Ziel dieser Formation ist die 22,34, dann folgt das offene Gap 23,38, 100% Ziel wäre 25,04. Wir wissen ja nicht, ob es hier drüber geht. Nvidia, ja, zinkelt weiter oben heraus, müssen wir, muss ich mir irgendwann mal angucken, im Moment ist mir das zu bullisch. So, wo wir bei bullisch sind, die Allianz hat nach langer Zeit, wir sind ja im Wochenchart, dieses DBW 1, 2, 3, 4, 5 Ausbruch, perfekter Abschiedskurs. Das war die erste Hürde, da wurde lange dran gearbeitet, 2023 bis zum Jahresende eigentlich drüber. Das statistische DBW-Ziel wurde erreicht in der Woche vom 11.03. und in der abgelaufenen Woche wurden die 100% bei 277,88 erreicht und abgemeldet. In das Osterwochenende hat sich die Aktie bei 277,85. Das passt doch ganz gut. Ja, jetzt kommen wieder die Fragen. Und nun, ja, müssen wir gucken, was Allianz macht. RTL im Wochenchart, da haben wir eine Trendlinie bei 45,33. Wichtiger ist die Mindesterholung 23,6, denn wir haben hier einen vielfachen Boden auf der 26,88 gemacht. Und da darf es nicht mehr drunter, denn sonst gibt es einen kräftigen Abwasch. Also hier
Das ist die Woche vom 8. Januar diesen Jahres gewesen. 37,75, wichtige Marke, da muss es wieder drüber aus Wochenchart-Sicht. Und im Tageschart hätten wir dafür, sofern dieser Laden endlich mal in die Puschen kommt, hätten wir dafür auch eine Möglichkeit, wenn es dann über die obere Keiltrendlinie ginge, denn wir haben hier die 5 gemacht, die liegt unter der 3, das heißt dieser bullische Wohlfühlkeil ist aktiv mit der 1, 2, 3, 4, die 5 eben hier, nicht auf der unteren Trendlinie, auch noch keinen Unterschuss, und das kann passieren, aber wir müssen auf die 31, 32 achten, dort liegt die 3 und die sollte jetzt nicht mehr deutlich unterschritten werden, sonst könnte das hier eine Bärenflagge sein. Ansonsten, wenn es über die 33, 34 geht, dann würde bei 37, 27 die Ziellinie dieses bullischen Wohlfühlkeils liegen und bei 37, 75 die eben gezeigte 23,6 Erholung aus dem Wochenchart. Das wäre eine ideale Zielzone, falls diese obere Trendlinie gebrochen wird. Und wie sehr die Bären darauf beharren, dass sie nicht bricht, das sehen wir hier im Tageschart, denn der erste Abweiser war hier am 9. Januar diesen Jahres und dann immer wieder gab es dort auf den Kopf. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir da mal einen Schlusskurs drüber sehen, möglicherweise noch mit einer langen Kerze, dann kann es Druckentladung geben, also zur Oberseite geben. Tesla, oder wie Markus Fugmann immer sagt, Tesa, hat ja einen bärischen Wohlfühlkeil im Chart, 1, 2, 3, 4, überschießende 5. Das, was diesen Wohlfühlkeil zunächst einmal zu einer Vertrauensfigur macht, ist eben einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann klatsch runter und das Tief gebrochen. Das ist eben bärisch gewesen. Hier gab es eine leichte Erholung, stellte sich als Bärenflagge heraus, runter, Erholung. Wenn das auch eine Bärenflagge wird, dürfte die 152,37 nächste Station sein. Das ist aus April 2023 das Tief. Und falls es ganz schlechte Nachrichten gibt, sind die 41,86 möglich. Ich sage nicht, dass es angelaufen wird, aber unter der 152 könnte deutliche Enttäuschung einsetzen. Und ansonsten muss es über dieses Tief vom 31. Oktober bei 194, dann könnten wir eine Erholung sehen. Wer ist das? Airbus. Hatten wir schon am Wickel? War da was im Tageschart? Ach ja, im Tageschart haben wir ein schönes DBW, das hat seine Pflicht erfüllt, aber es könnte eben eine ABC draus werden, dann hätten wir ein Ziel im Bereich 176 und hier im Wochenchart ist die ABC fertig, ABC. Extensionsziele sind 177, 78, 188, 56 oder eben auch die berühmte 161er Ausdehnung 205, 99, das unter der Bedingung, dass die 160 hält. Wer ist das? PayPal. Ja, hat sich ja endlich mal ein bisschen aus diesem Keil befreit. 1, 2, 3, 4, unterschießende 5, also ein schöner Wohlfühlkeil. Ziellinie bei 88,37. Wichtig ist jetzt, dass wir über die 68,5 kommen. Da war die Aktie am Dienstag und am Mittwoch dran. Aktuell eben ein 2- oder Dreifach-Top auf der 68. Das muss zur Oberseite gebrochen werden. Passiert das, dürfte die 76,50 das nächste Ziel sein. Das ist das Hoch vom 31.07.23. Die Ziellinie bei 88. Und wenn es hier deutlich heruntergeht, tja, da kann man beliebig seinen Stop setzen, wenn man da drin ist. Eigentlich ist das hier die bullische Kerze, die über die obere Keiltrendlinie führte und unter das Tief dieser Kerze, da können wir die 60 nehmen, da gehört dann irgendwo 60, ein bisschen weniger, 59,50, da gehört eigentlich ein Stop hin, denn wenn wir hier in den Keil wieder zurückfallen, dann wäre das hier ein Fehlausbruch, genauso wie das hier einer war. Wer versteckt sich hier? Ach, Moët, Hennessy, Louis Vuitton, ja. Da sehen wir mal so ein Musterbeispiel. Das würde ich ganz gerne mal im DAX sehen, als Ankündigung einer Konsolidierung. Denn das, was wir hier haben, ist ein Shootingstar, ein bärischer Shootingstar, eine Sternschnuppe, ein langer Schweif und ein glühender Kopf. Und wir haben perfekt hier ein Gap zwischen der
bullischen Kerze, da ist ein Gap, und auf dem Weg zur Unterseite sehen wir ebenfalls ein Gap, denn da hilft es auch nicht, dass er hier nochmal versucht hat reinzukommen. Eröffnungskurs war hier, und das heißt, wir haben hier ein Gap und hier ein Gap, und damit haben wir nicht nur einen Shooting Star, sondern wir haben auch eine Evening Star Formation bestehend aus drei Kerzen, das ist bärisch. Und jetzt mal gucken, die hat ja ein wenig Strecke gemacht. Die Frage wird eben einfach sein, wann geht es über die 8,55 oder geht es da eben nicht drüber, wenn dieses DBW irgendwann aufgrund guter News wieder über die 8,55 und insbesondere über die 904 geht, wären das die Ziele. Und wenn es unter die 2 dieses DBWs geht, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass sich der Laden zum Gap Close hier im Bereich 6,86 bewegt, und unterhalb der 4 dieses DBWs würde der, das ist übrigens die 5, würden sich auch die bärischen Ziele aktivieren. Ich weiß gar nicht, ob ich die ausgerechnet habe. Nee. Werde ich aber machen, falls es soweit kommt. Die Deutsche Bank hat ja ein 1, 2, 3, 4, 5 symmetrisches Dreieck im Chart gehabt, auch lange beobachtet. Wir sind im Wochenchart. Wir haben das letzte Hoch bei 14,64 hier getoppt. Wenn daraus kein Doppeltop auf Wochenbasis werden soll, muss es zum statistischen Ziel 14,98, da waren wir ja fast dran, dieses Gebildes, das 100% Ziel läge bei 18,09. Linde, ja, da sehen wir mal, was passiert, wenn so ein langlaufender Kanal im Wochenchart, dann, wenn der Kurs an die obere Trendlinie kommt, nicht? Ich bin gespannt. Also, wenn das kein Fehlausbruch werden soll, dann muss der Laden weiter anziehen. Unter 428, wir haben bei 429 geschlossen, unter 428 könnte es sein, dass es einen unerwartet heftigen Rücklauf gibt. TUI, da war doch irgendwas. Ach ja, genau. Wir hatten ja die letzten Wochen drüber philosophiert, kurzfristig jedenfalls, ob das hier eine Bullenflagge wird. Und aktuell sieht es danach aus, solange der Kurs über der 704 bleibt. Wir haben einen bullischen Wolfekeil, 1, 2, 3, 4 und der schließende 5 auf dem letzten Zentimeter Ausbruch zur Oberseite. Und dann 4 Auflagepunkte, 5, hier unten 1, 2. Also, wenn es jetzt ein Bullenflaggenausbruch wird, dann wäre anzunehmen, dass wir von diesem Tief zum Hoch, und in dem Fall würden wir das an das Tief setzen. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ist das Tief? Ja, das wäre hier. Also wenn daraus dann eine A, B, C wird mit einer eingebetteten Bullenflagge, dann hätten wir ein Ziel im Bereich 8,98, sagen wir mal 9, und das würde bedeuten, dass wir vorher diesen bullischen Wohlfekal ins Ziel bringen bei 8,34. SAP hatten wir uns letzte Woche angeguckt, hat Zieleinlauf gehabt. Da muss ich auch mal irgendwie in den kleineren Zeiteinheiten wühlen, ob ich dort irgendwas finde. Ja, das Gap, das ist... Naja, Euro, US-Dollar erspare ich mir heute. Was ist das hier? Gold. Ja, wir hatten, genau, eine Popgun. Und das Ziel wäre so im Bereich 2300, müssen wir abwarten. Interessanter ist, dass die Jahrespopgun, die habe ich ja gezeigt, bei 2007 zumindest mal gezündet hat. Hier wäre der Sell-Trigger gewesen, das war der Kauf-Trigger. Und das Ziel dieses DBWs, das statistische 2446, das 100% Ziel 2524, und solange Gold jetzt nicht spontan sagt, ich falle wieder unter 2059 und in das DBW zurück, ist hier langfristig alles in Butter. Wir haben ein neues Allzeithoch gemacht und insofern kann man da auch nicht drüber meckern. Silber. Wenn das hier eine Bullenflagge wird, aber wir sind im Vierteljahr, nicht? Das ist ein Quartalschart, aber wenn wir mal sehen, seit wir hier so im Bereich 50, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, also die Silberfreunde, die wollen da oben raus und die Bullion Banks und andere Interessierte hauen drauf. 25,40 ist
wichtig, dann könnte was explodieren, also im positiven Sinne. Und das wäre dann hier im Wochenchart möglicherweise der bullische Wolfekeil 1, 2, 3, 4, kräftig unterschießende 5, lange Gehakel, nochmal ein Rücksetzer an die untere Keiltrendlinie. Wir müssen jetzt hier drüber. Dann lautet das Ziel 34, 41. VW hat sich einmal, zweimal, dreimal, wir sprachen drüber, nachdem wir hier aufgesetzt hatten und der Kurs hier wieder zurückfiel in den bullischen Wolfekeil, hält die Linie, sie hielt aktuell 113,86. Dabei sollte es möglichst bleiben und auch die obere Keiltrendlinie bei 118,64 sollte jetzt halten. Dann könnte, warum auch immer, das Ziel 1 erreicht werden bei 143, das wäre das Hoch an der 4. Das Hoch dieses Keils selbst würde bei 153,74 warten. Falls auf wundersame Art und Weise VW zur Ziellinie will, muss es nach 178,06. Deutsche Pfandbriefbank, erfreulich. Wir hatten ja hier unten gesagt, da ist ein vielfacher Boden und wir haben einen bullischen Wolfekeil im Chart. Jetzt müssen wir mal gucken, die untere Trendlinie bei 5,06, aber von der Meldung bis zum Hoch 36%, das ist erfreulich. Ich denke mal, mit dem Anlauf an die untere Keiltrendlinie, also diese ABC-Bewegung, die habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber die sehe ich als abgearbeitet an. Bis zum 21. Mai hat der Kurs noch Zeit über 4,82, da ist er ja aktuell drüber, zu steigen und zur Oberseite zu gehen. Das heißt, wenn wir am 21. Mai unterhalb 4,82 notieren, muss man diesen Wolfekeil möglicherweise beerdigen. Schauen wir mal. Wir werden es ja weiter beobachten. AMD, auch eine interessante Geschichte. Wir haben ja diese ABC-Bewegung, die mögliche. Wir sind von hier mit einer fiesen Umkehrkerze deutlich runtergekommen, haben aber hier an der Bullenflagge aufgesetzt. Da sagte ich beim letzten Mal, das hier ist der Montag. Wir haben uns also unterhalten am Freitag. Da sagte ich, mit diesem perfekten Aufsetzer müssen wir schauen, ob es jetzt wieder zur Oberseite eindreht und das ein fieser Abschüttler war. Sobald das über die 184,86 geht, könnte und auch schließt, könnte das der Fall sein und wir eine zweite Bewegung zur Oberseite sehen. Also Zielbereich müsste dann eben, oder beziehungsweise wenn die ABC erreicht werden soll, muss es wieder über die 227 rüber. Die Extensionen sind hier zu sehen. So, und wer ist das? Münchner Rück, ja, auch ein schöner Kanal im Wochenchart. 1, 2, 3 Auflagepunkte auf der Unterseite, einer auf der Oberseite. So wie es aktuell aussieht, 465 nicht unerreichbar, denn bei 452 steht der Kurs. Das wird interessant werden, ob wir dort eine Konso sehen oder ähnlich wie Lindenausbruch versucht wird. So, das habe ich jetzt so schnell und so kurz wie möglich gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag, Ostermontag. Und am Dienstag sehen wir uns im Blog und auch im Leserstream. Und ich freue mich über einen Daumen hoch und einen Kommentar. Ja, genau. Also, bis dann und tschüss, tschüss.